Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Wir haben Oktober. Wir haben einen verdammt guten Kontostand. Bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, waren wir bei 93.000. Jetzt haben wir 380.000. Ja, also Sonnenpark oder hier Solarpark und Windrad könnte ich auf jeden Fall sehen lassen. Das läuft. Die Bäume sind gewachsen. Wir haben, wie gesagt, Oktober. Und der Mais ist da hinten bereit zum Dröschen. Aber in der Sommerpause ist eine Lieferung vom Shop angekommen. Und zwar steht da ein LKW mit einem Überseecontainer. Und den müssen wir da irgendwie runterkriegen. Ich habe gerade die Befürchtung, dass das schwierig wird, weil aus Gründen. Wir probieren mal. Der Traktor, den wir haben mit Frontlader, könnte da ein bisschen schwachbrüstig sein. Wollen wir mal versuchen? Ja. Wir haben eine Palettengabel. Wenn gar nicht geht, müssen wir halt nochmal zum Shop uns was mieten. Aber wir nehmen erstmal den Onkel hier und hauen da das Verladetool ran, um zu gucken, ob wir da den Container runterbekommen. Wäre natürlich super. Da ist nämlich was drin. Zeige ich euch aber erst, wenn wir abgeladen haben, sonst wird es nämlich nichts. Warte mal, haben wir hier irgendwo noch ein großes Gewicht rumstehen? So richtig nicht. Dann nehmen wir den Düngerstreuer, der hat ja auch ein Gewicht, weil das hier vorne, das braucht man glaube ich gerade nicht. So. Wir haben nämlich auch eine Palettengabel, aber ich glaube nicht, dass wir damit den Container da abgeladen bekommen. Das wäre nämlich ein bisschen, ja, wir müssen noch mal ein bisschen Gewicht dazu tun. Warte mal. Kriegen wir den Anhänger hier beiseite geschoben? Kann man nicht ankuppeln? Ah, okay, ganz klasse. Ha, ich hätte gerne ein bisschen Dünger. Warte mal, können wir hier drunter fahren? Was ist denn, wenn wir uns hier hinterschummeln? Das könnte doch passen, oder? Ja. So, siehst du, passt. Wir berühren noch nicht mal. So, mehr wollte ich gar nicht. Ist nämlich unser Gewicht. Das brauchen wir. Der Container könnte nämlich ein bisschen was schwer sein. So. Wir probieren erstmal hiermit, ne? Mit dem Verladetool. Bin echt guter Dinge. Was natürlich passieren kann, dass wir den ganzen LKW mit anheben, das wäre dann schwierig. Und da gehe ich auch bald von aus, dass es der Fall sein wird. Ich hoffe nicht, aber wir werden sehen. So, der LKW ist übrigens gemietet vom Shop. Die haben gesagt, ja hier komm, na, wir haben den Container, wir haben hier noch einen alten LKW, wir packen hier das zusammen und dann mach mal. Praktisch ist nämlich, mit diesem LKW können wir nämlich die paar Bäumchen, die wir letztes Mal irgendwann mal gefällt haben, da hinten bei dem großen Feld. Nein, nicht aufmachen. Mach das wieder zu. Wieder zumachen. Wieder zumachen. Wieso sind jetzt schon auf? So. Wir wollen die Gurte abmachen. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert, was ich mir hier denke. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht. Ja, wir werden sehen. So. Ja, da hängt nämlich der LKW irgendwie mit dran, oder? Und der Traktor ist so leicht auf der Hinterachse. Aber wie den Anschein macht, nimmt er nur den Container. Ja! Oh ja, bitte ja. Und gleich runter. Perfekt. Hat geklappt. Hätte ich nicht gedacht, aber hat geklappt. Sehr, sehr schön. So, dann fahren wir den mal beiseite hier. Das Ding ist, wir könnten eigentlich den Container da wieder draufstellen und dann da die Bäume einladen. Mit dem LKW zusammen und danach alles wieder abgeben, weil den Container könnte man mit Bäume verkaufen. Ja! So, seid ihr bereit, wenn wir reinschauen? Da ist Importware drin. So. Da. Leer. Ja, nicht drin. Ne, guck mal. Das ist ganz was Feines. Den oder andere, der kann damit vielleicht so was anfangen. Finde ich mega. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, boah, musst du haben. Ist der Hammer. Ist ein bisschen verrutscht hier anscheinend, wie es aussieht. Ist ja nicht so schön. So, wir steigen mal ein. Soundtechnisch haut dich das nicht weg, leider. Und wir fahren mal raus. Wenn wir, ach, mal mit Rücklicht. Der ist schon hübsch, oder?
Ich hoffe, wir fahren uns hier nicht kaputt, schwellertechnisch. Das ist mal der Hammer. So, die Schürze wäre eigentlich abgewiesen, aber. Und wir haben R34. Das ist voll geil, das Ding. Hier kannst du auch Fahrwerk höher legen, tiefer legen. Hier, guck mal, kannst du hier, ne? Hoch und runter fahren. Sieht dann auch mega bescheuert aus, aber hey. Man kann sich hier auch den Sturz verstellen und die Spurweite hinten und vorne hoch. Aber ich hatte das eigentlich so eingestellt, dass es das sehr gut aussah. So, und den Sturz selber kannst du auch noch verstellen. Guck mal, Hinterräder. Und Vorderräder. Das sind ja alles feine Sache. So. Denk mal, so ist okay, oder? Fahrwerkshöhe und alles. Also da stehen 288. Ich bin damit schon mal 200, na knapp 270 gefahren. Frisch importiert aus Japanien. So. Ist mega schnell, fährt sich auch komisch. Also vom Sound her, ja, da geht noch was. Man kann noch echt viel machen. Bin am Überlegen, ob ich davon mal eine Mod-Vorstellung mache, weil eigentlich ist der ganz cool. Von vorne sieht der auch mega aus. Den kannst du in verschiedenen Farben machen. Finde ich wunderschön. Den stellen wir uns eigentlich mehr oder weniger nur als Deko-Objekt hier in die Halle. Und ich dachte erst, komm, stellst du den einfach hin und sagst, ja, nichts. Vielleicht merkt ihr ja der eine oder andere. Er ist genauso wie die ganzen Vehikel hier. Der DeLorean, der Pickup. Dann der andere Pickup hier und die alte Rostgurke. Na? Alle wunderschöne Autos, die wir hier haben. Ich hätte gesagt, wir parken uns den Skyline. Ah Gott, nicht so schnell. Wir parken uns den Skyline hier einfach mal rein und dann haben wir den da stehen. Wie gesagt, auch vom Innenraum ist jetzt nicht besonders. Ich weiß auch gar nicht, ob der so originalgetreu ist, weil der hat noch nicht mal diesen Bordcomputer in der Mitte auf dem Armaturenbrett. Aber hey, von außen geht ja vollkommen klar. Man kann hier fahrwerkstechnisch echt viel machen. Warte mal, wir können hier hinten noch ein bisschen tiefer legen. Vorne vielleicht auch, ne? So, ja. Aber jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Sehr feinfühlig. So passt mir das. Okay, wir steigen so auf der rechten Seite aus. Rechtslenker, ne? Alles sehr originalgetreu. Mega Gerät. Sehr schön. So, das war aber nur so ein bisschen mal kurz am Rande. So wie dem Onkel hier. Warte mal, ich wollte mal gucken. Können wir hier eigentlich durch die Motorhaube oder so aufmachen? Das weiß ich gar nicht. Auto aufklappen, ja. Wir fahren mal beiseite. Nicht, dass er hier noch die Türen und so aufmachen kann. Oder Motor. Oh, er ist kaputt. Wir brauchen einen neuen. Ach, na toll. So. Nein. Das ist ein völlig falscher Motor drin. Ist ja kein RB26. Na, dann machen wir schnell wieder zu. Hat er keiner gesehen. Ha. Na gut. Okay. Haben wir wieder die Katze im Sack gekauft. Da ist gar kein richtiger R34 RB26 Motor drin. Schade eigentlich. Aber fährt trotzdem. So, die Optik war mir wichtig. Und die hat er. So, der steht jetzt da als Dekoration, ne? Hot Import Shit. So. Genau. Und mit dem Container, den wir da haben, können wir jetzt die Bäume hoffentlich verladen und dann hierher bringen. Ich weiß gar nicht. Ich täusche mich gerade, aber ich möchte bald sagen, man konnte da irgendwie nur Nadelbäume verladen in den Container. Wir probieren das mal, weil wie gesagt, der Container ist gekauft. Den kann man ja dann nicht bieten, aber man kann hier wunderbar Fahrzeuge herholen. Ich hatte auch schon mal probiert, die kleinen Traktoren, hier Oldtimer-Traktoren reinzufahren und die zu verladen. Das funktioniert auch einbeinfrei. So, komm, wir packen den nochmal drauf. Vom LKW, weil ohne Auto müsste der theoretisch viel, viel leichter sein. Wir machen mal die Türen nochmal schnell zu. So. Dann greifen wir hier nochmal ran. Dann stellen wir den wieder auf dem LKW drauf und dann probieren wir. Und dann gehen wir in die Maisernte, weil so wie es aussieht, ist die Baumwolle noch nicht erntereif, warum auch immer. Aber ist nicht schlimm. Ja, guck mal, ohne Auto kann er damit umgehen. Ist zwar auch grenzwertig, aber geht.
Dicken nach rechts wäre noch cool. Ja, das sieht besser aus. Ist ganz schön wackelig, denn die Schicht hier. Ah, nicht so weit. So, perfekt. So. Sehr schön. Mission erfolgreich. Erste Etappe schon mal erledigt. Lassen wir den hier stehen. Dann hauen wir hier ein paar Gurte ran. Dass der nicht abhaut. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Bäume verladen können. So. Ey, und ihr hattet voll die geile Idee. Ihr habt in den Kommentaren... Ach, hau doch, hallo. Nur mach doch, dass du wegkommst. Sag mal. Das war mit Absicht, hab ich gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen, nicht nur du. In den Kommentaren wurde gesagt, Mensch, lass doch Schafe im Solarpark laufen. Hier, als Rasenmäher zwischen den Solarkollektoren. Ist eigentlich eine coole Idee. Muss ich mal gucken, ob ich einen offenen Schafstall habe, dass wir ein bisschen Rasen mähen können. Wäre eigentlich ganz cool. Komm. Schleicherei ist jetzt nicht hier wünscht. Wir fahren hier dran vorbei. Das muss mir jetzt mal innen erklären. War hier eine imaginäre Kolli-Grenze oder irgendwas? Der Container, der hat hier leicht Schieflage. Die Bäume, da liegen sie. Ich hoffe, wir können die verladen. Ah ja, immer durch den Graben und alles ist wieder gerade. Das ist ja ein Ding. Sehr schön. Okay. So, dann machen wir hinten mal auf. Aber die Container sind schon cool. So. Okay, er nimmt doch Laubbäume. Na, mir sollte recht sein. Das ist ja nur zum Müll wegräumen, ne? Wir machen jetzt hier keine kommerzielle Forst mit dem ganzen Quark. Wir stoppen das einfach mal darin. Ah, nimmt er einfach. Sehr schön. So. Hallo, nimm den Baum. Bon, na siehste. Und den noch. Dann hätten wir hier wenigstens wieder klar Schiff auf dem Feld. Aber ich muss sagen, die Geschichte mit dem Schaf. Ja. Könnte ich mich sehr daran gewöhnen, an den Gedanken. So, dann fahren wir damit mal zum Verkauf und dann schauen wir mal. Dann kriegen wir nämlich den Container weg. Und wenn nur 3,80 Mark sind. Wir haben die Bäume damit weggeräumt. Und hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin, genau. Und dann hätten wir damit nämlich... Ach, guck mal, wie schön der Mais hier steht. Schön hoch und bereit zum Ernten. Dann hätten wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das neue Auto nach Hause geholt und dann damit gleich... Eieiei. Die Bäumchen weggeräumt. Sehr schön. Und die vom Shop haben gesagt, oh ja, lass den LKW stehen. Wenn wir nächstes Mal vorbeikommen, dann nehmen wir den mit. Wobei, dann denke ich mir eigentlich, so ein LKW wäre recht praktisch. Ne? So. Ich sehe das da weg. Für 4.600. Der LKW steht da. So, wie gesagt, irgendwann holen die den ab. Wir gehen jetzt in die Maisernte. Wir wollen dröschen. Dann können wir den neuen Dröschkasten mal Probe fahren und in Verbindung mit dem alten zusammen werden die das Feld hoffentlich relativ schnell Maß nehmen. In den Kommentaren wurde ebenfalls erwähnt, Mensch, kauf doch Feld 28 dazu. Das hier. Das kostet aber viereckig. So viel Geld haben wir gerade nicht. Guck mal, die wollen dafür 2,9 Millionen. Wir haben gerade 385.000. Und wir haben noch einen Kredit an der Backe. Ist eine halbe Million, das ist eigentlich relativ schnell erledigt, die ganze Geschichte. Aber die Kohle für das Feld, die müssen wir erst verdienen. So. Und dafür müssen wir hier Mais dröschen. Und verkaufen und abfahren und dies, das, Ananas. Und der neue Dröscher muss ich auch erstmal bezahlt machen. Dann kommen wir hier heile raus. Ja, das ist schon mal super. So greife er zu seinem Maisgebiss. So, und dann Warteposition.
Dann lassen wir den hier schon mal warm laufen. Dann nehmen wir den anderen noch mit. Und dann wird hier ganz fleißig hier droschen. Ach, da freue ich mich drauf. Das Ding ist natürlich, das Feld ist riesig. Kann sein, dass es eine Weile dauert, bis wir da fertig sind. Aber da müssen wir durch. Zack. So. Der hat 15 Betriebsstunden drauf. Das ist eigentlich noch gar nichts, oder? Fahr da mal dahinterher. So. Abmarsch. Na komm, na komm, na komm, na komm. Komm. Ach, hab doch nicht so viel Abstand. Komm. Wir ziehen in die Maisernte. Los, komm ran. Ah! Oh Gott, nee, fahr nicht so dicht ran. Hier ist. Oh weia, hier ist die Werkstatt. Oh, bitte fahr da nicht gegen. Nein, 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 nein. Ach doch. Ist doch gut, lass gut sein, komm. Ha, tja, naja. Wir verringern mal den Abstand, wir lassen mal 15 Meter, ist auch okay, glaube ich. So. Und Abflug. Und ich finde mega, wie schön die Bäume gewachsen sind. Die sind hier schon echt groß. Und die anderen da hinten sind jetzt auch langsam gewachsen, Gott sei Dank. Na? Jetzt gefällt mir das optisch sehr, sehr schön. Ist nicht mehr so eine plattgebügelte Landschaft, sondern ist ansehnlich. Wunderschön mit dem Zaun hier vorne. Ist okay. Die Wiese müsste theoretisch auch wieder schnittbereit sein. Da können wir gleich mal gucken, ob Gras wieder mähfertig wäre. Wenn nicht, lassen wir mal den Schwader eine Runde fahren, solange wie die Dröscher sich hier durch den Mais kämpfen. So, erstmal rüber über die Straße. Dann würde ich sagen, lassen wir den großen Klaas erstmal vor die Wände dröschen. Und den New Holland gleich die Streifen nach oben fahren, ne? So, entfalte dich. Der Hammer. Oh, hier sind überall die Gräben, ne? Okay, aber das stört ihn weniger. Da krabbelt er einfach durch, Gott sei Dank. So, runter das Ding. Und Arbeitsgeschwindigkeit könnte man noch einstellen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Na, ruckel, ruckel, Party, Party, was ist da los? Denk mal, 15 km/h ist okay, oder? Dann lassen wir den mal hier ordentlich Mais dröschen. So, lass dir schmecken. Wir nehmen den Kollegen hier. So, der Maisbiss ist schon ausgeklappt. Das war jetzt ein tolles Ding, ja. So, schon niedlich im Vergleich, ne? Arbeitsbreite fast doppelt so weit. So, das darf keine Nachteile haben. Fahren beide mit 15 km/h. Und dann heißt es, durch das Feld fressen, bitte. So. Das kann jetzt eine ganze Weile dauern, denke ich mal. Na, dieses Feld ist nicht gerade klein. Hier ist sehr viel Mais unterwegs. Und ich würde immer noch fast sagen, dass wir da irgendwie eine Teilung in dem Feld vornehmen. Und sofern er dann fertig ist mit Speichern, dass ich euch das nochmal ungefähr erklären kann, was ich da so vor Augen habe. Zum Beispiel, wenn wir Feld 28 mit dazu nehmen und wir hier irgendwo einen Schnitt machen, nochmal einen Weg reinbauen, dann könnten wir die Felder nochmal voneinander abkapseln. Wäre an sich auch nicht schlecht.
So, er fängt hier schon wieder an. Der ist halt schneller, ne? Der hat jetzt viel mehr Arbeitsbreite, ist ja klar. Ich würde den aber gerne hier oben hochfahren lassen. So. Und Feuer frei. Ich hoffe, der bleibt hier nirgendwo hängen und macht seine Sache vernünftig. Jetzt ist die Frage, wir müssen auch bald abfahren, ne? Da hinten, da drischt der an, ne? Schön durch den Mais. Wir könnten doch mit Strohablage dröschen. Dann hätten wir hier Maisstroh, aber... Nee, auf den großen Feld hier nicht. Ich habe hier keinen Bock, 1000 Kilometer vorwärts zu fahren mit der Ballenpresse. Wir lassen die mal machen. Ich würde mal gerne gucken, wie weit hier unser Gras ist mit der Wachstumsstufe. Also Randgras ist schon mal der Hammer. Hier ist richtig hoch. So, das ist auch schnittreif hier. Na klar. Wollen wir den Schwattmäher hier auf eine Mission schicken, dass er hier nochmal Gras schneiden kann? Wäre eigentlich nicht verkehrt. Dann können wir nochmal entweder Silage oder Heu machen, dass wir die Mischfutteration... Aua! Sag mal. Die Mischfutteration irgendwann mal in Produktion geben können. Dann müssen wir aber auch erstmal bauen. Naja. Eins in das andere. So, Schneidwerk hoch, Abmarsch. Dann kann der sich erstmal durchschwadronieren. Wie war denn das? Hatten wir hier ein oder zwei Arbeitsbreiten? Freiwände. Wollen wir ihm hier zwei geben? Guck mal, der erste Drescher ist gleich voll. Wir beobachten jetzt die Schichte hier. Und wir haben hier Gras. Hier liegt an der Seite. Theoretisch dürfte er keine neue Wiese erstellen. Macht er auch nicht. Dann haben wir alles richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Das Gras ist doch schnittreif, oder? Ja, ich glaube ja. Dann kann der hier ganz in Ruhe sein Gras mähen. So, der erste Drescher ist voll. Jetzt müssen wir den hier erstmal arbeiten lassen. Dann fahren wir die Drescher ab. Wir haben eh noch einen Start zum Abfahren. Dann können die erstmal ein Päuschen machen. Ist 9:30 morgens, ne? Sollen sie sich mal eine Stunde drücken und dann passt das schon. Und der Tag da bei der Ernte wird nämlich noch recht lang. Das Feld muss nämlich erstmal komplett runter. So, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, genau. So, wir ändern mal die Schwattablageseite auf rechts. Schneidwerk runter und Zündung. So. Okay, dann würde ich hier vorne aber ein bisschen früher abbrechen, dass er nicht komplett durchfährt. Wegen Schwattlegen macht sich nämlich mit dem Wegfahren, glaube ich, bald besser, wenn wir das hier mal leicht unterbinden, dass er nicht bis zum Ende ranfährt, sondern hier das Neue schon mal anfangen. Wobei, hier ist der Zaun im Weg. Ah, er hätte noch durchfahren können. Ist egal. So. Ich habe mir gerade überlegt, wie wir denn am besten das Gras wieder abfahren. Aber es wird wahrscheinlich wieder mit einem Schwader und mit einem Ladewagen werden. Dann fahren wir in die Grastrocknung, dass wir daraus Heu bekommen. Da können wir auch gleich mal in die Produktion schauen, ob denn das schon durchgelaufen ist. Aber wir haben ja ein paar Monate vorgespult, theoretisch. Dürfte das ganze Fermentieren abgeschlossen sein. Wir hatten das doch zur Silage machen lassen. Schauen wir gleich mal. Müsste aber eigentlich so der Fall sein. Warum habe ich dir das unterbrochen? Na, ist egal. So. Dann kriegt er hier zwei Streifen Vorwände. Das sollte ihm ja wohl locker reichen, ne? Ja. Dann lassen wir da drüben zurückfahren. Dann kann er die Wiese hier ganz in Ruhe erstmal abnehmen. Ne, dann kann er sich hier so Zeit lassen, wie er sie braucht. Hauptsache, es wird ordentlich. Und dann schauen wir mal. So. Zack. Sehr schön. Ich denke, das war eine gute Idee, den Schwattmäher zu kaufen. Dann können wir hier nämlich ganz entspannt und in Ruhe das Gras wegmähen. So, Feuer frei. Okay.
Wir gucken mal in die Produktion. Da ist ja eigentlich alles beschrieben, was wir da gemacht haben. Theoretisch, hoffe ich. Aber ich möchte sagen, wir haben aus dem letzten Grasverweichschnitten haben Silage gemacht, oder? Genau, Silageproduktion, da ist ja noch Gras drin, das läuft. Also wir sind da noch nicht fertig. Mist haben wir noch nicht rüberfahren, Gülle haben wir noch nicht rüberfahren. Oh, da können wir auch mal gucken am Kuhstall. Da ist bestimmt auch sehr viel schon angefallen wieder, ne? Guck mal, Gülle 17.000, 11.000 Liter. Und Mist haben wir im Hofsilo liegen. Ach, diese Debatte, ne, mit diesen Triggern vom Silo und Kuhstall und bla. Und ist ja nicht schlimm, wir haben ja 8.700 Liter Mist, wenn wir daraus Dünger machen. Dann ist es wieder Katschingeling im Portemonnaie. Aber wir gehen auch bald in die Aussaat, da brauchen wir den Dünger wieder. Egal, wie auch immer, wir müssen jetzt abfahren. Und zwar würde ich da sehr gerne welchen Traktor nehmen? Den hier. Genau. So, großen Überladewagen ran. Und dann legen wir mal los, dass die Dröscher wieder was machen können. Die stehen nämlich schon beide da mit ausgestreckten Ärmchen und warten, dass wir da rankommen. Ich mache mir gerade ein paar Sorgen mit dem Klaas-Dröscher, weil wenn der sein Ärmchen streckt, dann hängt das Abbunkerrohr volle Kanne in der Botanik. Ja. Mal schauen, wie wir da rankommen zum Leermachen. Warte mal, welcher ist denn dichter? Die stehen beide fast auf selbe Höhe. Komm, wir fahren erstmal zu dem kleinen New Holland-Dröscher, dass der weitermachen kann. Der hat nämlich ein schwereres Leben, der hat nämlich weniger Arbeitsbreite und muss für dieselbe Fläche einfach viel mehr machen. So. Schön die Stoppeln platt fahren. Der wird sehr viel Mais. Vielleicht machen wir uns damit schon mal wieder eine goldene Nase. Das wäre der Hammer. Ich bin guter Dinge, dass dieses Feld sehr viel Geld bringt. Wenn wir dann mal schauen, was bringt denn Mais eigentlich? Mais, Hochkonjunktur 850. Im Juni, wir sind im Oktober. Okay, nächstes Jahr ist eine langfristige Investition. Aber hey, wir haben so viel neben. Ey, warum ist denn hier die Baumwolle schon erntereif? Und unsere irgendwie noch nicht? Oder mittlerweile schon? Nee, ist noch im Wachstum. Guck mal her, hier die Baumwolle hier, die ist fertig. Auf Feld 30 ist nämlich Baumwolle. Die ist schon fertig und unsere noch nicht. Haben wir da einen Monat später ausgesät? Kann nicht sein. Weil hier steht Baumwolle. Erntereif. Aber unsere ist noch nicht so weit. Naja, egal. Wir haben eh gerade den Mais erstmal an der Backe. Und da werden wir auch genug mit zu tun haben, so wie es aussieht. Deswegen ist es ja nicht so schlimm. Und ich hoffe, der kommt jetzt eigentlich in das Ärmchen hier rein, in den Überladewagen. So, für alle, die meckern, wir haben robusten Mais. Wir fahren einfach durch. Ja, Auspuff passt schon mal durch. Der passt drunter. Okay, den voll machen. Ja. Fahren wir querfeldein. Außenrum wäre eigentlich bald dumm, oder? Wir könnten das Feld doch aufteilen. Wenn wir in der Mitte so eine Schneise rindröschen, haben wir da eine Fahrrinne. Und dann könnten wir den Dröschern das Feld quasi zuweisen. Da macht jeder eine Hälfte. Oder wir machen erstmal eine Runde außenrum und lassen sie denn von innen nach außen sich durchfressen. Da habt ihr mir in den Kommentaren auch schon mal erklärt, dass man das eigentlich so macht. Von innen nach außen durch. Na, dann kannst du nämlich in der Mitte rumfahren. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, könnten wir machen. So. Dann huschen wir mal schnell hier rüber. Machen wir hier noch leer und ich könnte mir vorstellen, der Arm, der hängt voll mank der Bäume, aber ja. Aber da ist eine Lücke. Ich möchte gerne was probieren. Was ist denn, wenn wir uns da so zwischenmogeln? So irgendwie so halbwegs unterm Baum so? Ha! Siehste, passt doch. Siehste, wird gleich gefiltert.
Ach, wie cool. Es klappt. Wie gesagt, der erste Streifen hier ist immer der anstrengendste. Danach ist es, glaube ich, Kindergarten. Aber der Lexen ist schon ein schöner Drescher auf jeden Fall. So. Der Ladewagen, also der Überladewagen hier ist so groß, da passen theoretisch 4 Korntanks vom Lexion rein. Und ich denke mal, auf lange Sicht würden wir den kleinen New Holland Dröscher auch abgeben. Dann kommt ja da nochmal ein später großer Dröscher. Ob er nun nochmal ein Glas wird, ach, weiß ich noch nicht so genau. Da hätte ich noch andere Dröscher, die ich gerne mal wieder haben wollen würde, fahren würde. Mal gucken. So, wir lassen den einfach mal hier stehen. Freunde, das war's für heute. Wir haben erfolgreich unser Importfahrzeug bekommen. Wir sind in den Grasschnitt gegangen. Wir haben die komischen Bäume endlich mal weggeräumt. Wir sind hier gerade voll dabei, den Mais zu verdröschen. Und ich bin guter Dinge, dass es schönes Geld gibt. Ne, der Ladewagen hier oder der Überladewagen, der kriegt schon ordentlich Füllstand. Ne, hier ist schon ganz schön was drin. Und die Dröscher sind fleißig. Ich freue mich, wir werden beim nächsten Mal weiter dröschen. Dröschen, 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 dröschen. Wie wir die Erntefeldaufteilung hier machen. Müssen wir mal gucken. Ich bin gerade von dem Gedanken gar nicht so abgeneigt, dass wir hier uns von der Mitte nach außen durchfressen. Denke mal, das ist auch vernünftig mit dem Abfahren. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ne, der nächste Dröscher ist gleich wieder voll. Wir müssen gleich wieder los. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch und Rinni hauen.